Oh, vielen Dank. Danke, dass du ein Superfan bist. Jetzt kannst du ein neues Abenteuer mit Bowkid in der Hauptrolle starten. Okay, ich glaube, Bowkid ist so der Player 2, soweit ich weiß. Interessant. Seht ihr diesen Ort? Irgendwo, wo unsere Wäsche liegt. Da werden wir heute den DLC anfangen. Hier in Ahead in Time. Ich überlege nur gerade, wo wir lang müssen dafür. Ich glaube, wir müssen dafür hier lang. Ne? Genau. Und dann da unten. Seht ihr auch schon? Kamera will nicht. Hier. Dirty Laundry Cleaner 3000. Hier, Area Unlocked. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. 35 oder so in den Dreh. Und dann, wenn ihr den ersten DLC gekauft habt, kommt ihr hier in Chapter 6 hinein. Und hier machen wir dann weiter. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt als nächstes den ersten DLC anzufangen. Ich denke, darauf habe ich am meisten Lust im Moment. Dieser Panda. Genau, hier waren wir einmal kurz schon. Hab kurz hier eine Statue aufgestellt. Ein bisschen Geld müssen wir auch noch sammeln. Also hoffentlich kriegen wir dann noch hier noch genug. Kann ich da rein? Bisschen unsere Klamotten waschen, ne? Headkid hat die ganze Zeit eigentlich geduscht. Könnt ihr das glauben? Gott, die muss ja stinken. Naja, was soll's. Jetzt kurz trocknen hier. Brrr. Yeah! So, und jetzt rein hier in die Welt! Kommt es mit der Kreuzfahrt? Ja, Kapitel 6, die arktische Kreuzfahrt. Akt 1. Bon voyage! Auf einem Kreuzfahrtschiff. Mit ganz vielen Robben. Ich bin gespannt, wie das hier ablaufen wird. Ich mag den Mond, der sieht cool aus. Wie er gezeichnet ist, meine ich. Ich weiß auch nicht, wie viel der DLC gekostet hat. Wie ein paar Euro, 5 Euro oder mehr. Weiß ich nicht. Oder weniger. Um den Dreh. Also eigentlich voll okay. Soweit ich weiß, ist dieses Chapter nicht sehr lange. Dafür kriegt man aber hier im Seal the Deal DLC, so heißt der, das Death Wish, was wir schon mal angeschaut haben. Wo ihr mit diesem Plagegeist reden könnt und er gibt euch dann Missionen, wo ihr einfach den gleichen Level nur nochmal ein bisschen schwerer machen könnt. Mal schauen, wann ich das mache. Vielleicht als allerletztes, vielleicht auch als nächstes, ich weiß es noch nicht. You know, after traveling on the conductor's train all the time, I'm looking forward to something a little more reliable. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Wie sieht es eigentlich aus? Was habe ich eigentlich ausgerüstet? Ja. Alles Richtige ausgerüstet. Okay. Hüte passen auch. Gut. Was war dir denn hier? Was zum. Habt ihr das gesehen? Okay. Ich gehe weg von denen. Wenn die mich nur rumbaggen. I can't wait to get some time in the pool. Owls love water, you know. Ja. Lol, ich sehe das jetzt. Dieser Schaffner, ne? Der eine von den beiden Vögeln, der die Filme gemacht hat. Der hat Kinder. Well, if it isn't the little lass. How's stardom treating you? Ja, gut. Oh, and sorry about the whole knife incident. What's a wee argument between colleagues though, right, lassie? Anyway, I better go ask about the childcare on board. I love these little blighters, but I cannot bring them to the bar with me, can I? Ja, schon recht. Ah ja, wie die aussehen, finde ich irgendwie voll lustig. Einfach den gleichen Kopf wie er, nur. Ja, das sind kleine Kinder. Stinke kleine Kinder, kleine Babys. Und da oben ist was! Ich sehe da was leuchten. Hey Kid, you wouldn't believe how hard it is to get to the sun these days. That darn Steve, always one step ahead. Mein Gott, Steve. Anyway, I thought I'd take some time off to relax. This should be smooth sailing, huh? Ja. Smooth sailing. Sehe ich auch so. Das ist ein Geschenk. Also, warte mal. Ist das ein Token? Okay, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich dürfte es keine Statuen mehr geben. Es gibt nur noch eine, die mich aufgebaut haben. Die machen wir noch. Ich glaube, wirklich vieles freischalten tut sie nicht. Ich glaube, vielleicht ein Level oder so. Auf jeden Fall nichts vom Base Game. Genau. I hope there's something to do other than take a dip. Keep it to yourself, kid, but we ain't the swimming type. Capiche? Okay.
The boss wanted to be here, but when he heard the conductor is here, he decided to focus on his next movie. Ich wollte schon fragen, warum ist er eigentlich nicht hier? Er hat keinen Bock hier hinzugehen, weil der Schaffner vor ihm hier war. Yeah, the tickets for this thing are pricey, but we helped ourselves to the old one-flipper discount, if you know what I mean. Aha. Ja, one-flipper discount? Alles klar. Ja, komm. Genug rumgetrüttelt. Rein da! Are we ready to sail? okay. We hope you have a great time. Die können reden! Ich dachte, die machen nee, meinen sie nicht. Welcome to the cruise, miss. Wo kommt der Headkid eigentlich hin? Immer nach oben. Wow, okay. You look a little young to be sailing alone, pup. Na, ich bin schon über 100 Jahre alt. Ich bin der Lolli. Passt schon. Whatever. Just don't get in anyone's way. The crew do enough that already. Okay. Nicht so vertraulich bis an eigene Crew, alles klar. Hey there, dude. Do that, I mean. I'm like ready for a nice cruise, aren't you? Hopefully there's nothing fishy about this ship, you know? Aha, fishy, wenn du ein Fisch bist, haha. I got ripped off on a dodgy vacation last year. It was like not rad at all. Oh. Das ist mies. Ah, es ist kalt. Ah, kalt. Konnte ich ja nicht wissen, warum friere ich denn so schnell ein? Ich wäre fast gestorben. Lasst ein Like da, dann kühlt es mich wieder auf. Danke, gut gemacht, danke. Okay. Boing. Das ist ziemlich lustig, der Ort. Komme ich hier rein? Also so komme ich dann in das Ding rein. Okay, warte, bevor wir das aber machen, gucken wir nochmal ein bisschen um. Hey, Mafia, du. Oh, und der Typ. Ah, first you kill me, then you torment me by booking passage on the only cruise liner here with facilities for people in jars. Such a rude little child. Were I not in a pleasant holiday mood, and still without a body, I would take my revenge right here and now. Ich glaube, und ein Körper sollte größer stehen. Also, viel größer. Aber, okay. War ja nicht extra Punkte, entspann dich mal. Steuerung. Ist nicht so schwer. Komm, hier. Nein. Okay, jetzt habe ich die Steuerung. Das spielt man zwei Wochen dann das Spiel nicht oder so und dann sowas. Ja. Fragezeichen? Ja. To leave and then turn up to ruin my vacation too? Naja, also. You really are just the worst, kiddo. Yes, I'm hiding in a crate. Tickets are expensive. Okay, er versteckt sich in der Kiste, weil die Tickets zu teuer sind. Ja, viel Glück, dass du nicht erwischt wirst. Steht da urgent, ganz wichtig, ja. Auf der Etikett steht PBR. Diese PBR-Person macht wirklich schöne, glänzende Dinge. Okay, ist das irgendein Hinweis? Irgendein. Irgendwas? Guck mal hier! Sticker! Ein Sticker von. Dem Dude! Sai! Warum sind die böse? Hey! Idioten! Gucken Fernsehen und wollen einfach nur, Leute angreifen ohne Grund. Na gut, ich klaue euch mal das Geld und haut dann wieder ab. Irgendwo macht's Jaum. Aber ich ignoriere das mal, ich guck mich hier um. Hier oben auf diesem Minischiff gibt's nichts. Alright. Warum war ich hier stehe? Irgendwie erinnert mich das vor allem mit diesen Krakengegnern. Total Mario Sunshine. Ich glaube die zweite Welt oder so war das. Wo es auch so einen Riesenkrake gab in der gleichen Welt. Daran erinnert mich das hier irgendwie. Das geht ab, Kumpel. Stopp mal, Leute. Dankeschön. Das ist aber eine. Echt coole Atmosphäre, finde ich. Aber wir haben noch nicht mal die Hauptatmosphäre gesehen. Und zwar die Kreuzfahrtmosphäre, sag ich mal. Ne? Also hoch da! Und
Ja, yeah, let's go. Und Heilung. Dankeschön, Dankeschön. Ah, so viele Likes, so viele Subs. Juhu, nein, Spaß. Was A während des Hechtsprungs zum Abbrechen? Was? Was abbrechen? Übrigens, dass man so klettern kann oder so ducken kann, das wurde im Spiel kaum benutzt. Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Finde ich irgendwie schade. Irgendwie Mist Potential, könnte man dazu sagen. Okay, immerhin werde ich zurückgepackt, aber warum wurde es jetzt nicht aktiviert? Warum? Ah, weil ich erstmal ganz, ganz nah ran muss. Okay. Weird. Na gut. Warum ist eigentlich mein Bike eine andere Farbe? Ist es blau? Ist es schon immer blau gewesen? Nee, es war noch mal eine andere Farbe. Aha. Hi, Captain. Willkommen am Wort. Okay. Wir sollen uns einchecken lassen. Machen wir gleich. Wahrscheinlich irgendwo unten. Können wir in die Kapitänskajüte? Oder wie immer das auf einem Schiff heißt. Zu viel CFP, I know. Please watch your step, miss. It's a big drop past this whaling. Okay, ich weiß ja. Reden wie Katzen, wuhu. Oh, wuhu. I tried to get the boss to tell us about his next movie before we left, but he's tight-beaked about it. Ah ja. Oh, können wir uns hier umschauen? Ja, da hinten, das ist alles so verschwommen, ey, muss man wieder sauber gemacht werden. Da ist ein Bildchen, die sind überall. Eisberge, hoffentlich fahren wir nicht in einen Eisberg, das wäre nicht so gut. Und da können wir reinrutschen. Oder wir können sie noch ein bisschen weiter umschauen. Irgendwas zu sagen, irgendeiner von euch? Irgendwas? Gibt's hier irgendwas noch? Ich glaube, das erste Level wird wirklich einfach nur erkunden sein. Die anderen beiden sind dann irgendwelche richtigen Level. Wo ich nichts gegen habe. Ne? Alle Chapters sind irgendwie riesige Welten, die man erstmal erkunden muss, ist ja klar. Hier können wir hoch. Ich habe das Gefühl, da ganz oben wartet ein Token auf uns. Und den? Ja. Den möchte ich mir natürlich schnappen. Boing, 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 boing. Aua. Da ganz oben ist aber nichts. Ich denke mal nicht. Ich hoffe jetzt mal nicht. It is good to be traveling again. Though the view here is not quite as nice as the Alps. True, true. Die Alpen waren natürlich schon ziemlich cool. Gebe ich zu. Mafia. They serve fish in kitchen. Also fish are guests on boat. Mafia, try not to think about this. Ja, die verkaufen hier Fische zu essen, aber es gibt auch Fische, die hier auf dem Boot mit uns leben. Ja, der arme Mafia-Typ, der will ich mir dran denken, weil sein Kopf zerbricht dabei. Badges are totally ja, ja, es gibt nur noch einen Badge, den ich noch nicht gekauft habe. Den kaufe ich mir irgendwann, weil ich das Geld dafür habe. 800 ist das schon. Schon einiges, du! Aber wisst ihr, worauf ich jetzt Lust habe? Ey, ich habe jetzt mal Bock, hier an der Rutsche vorbeizuladen. Arschbombe! Die Arschbombe machen wir von dem Brett aus. So ein niedriges Brett? Nein, wie auch immer. Arschbombe! Boah, da hat man gleich wieder Bock, schwimmen zu gehen. Wann war ich denn jetzt schwimmen? Locker schon ein Jahr her oder so. Eigentlich ist das ja gar nicht mal so schlecht, wenn man öfter schwimmen geht. Aber es gab halt etwas im Real Life, was wir alle kennen, was es schwer gemacht hatte. Ich will da hochkommen. Weißt du, ob man es merkt? Ich versuche hier ganz nach oben zu kommen, weil da ist ein Token. Den will ich auf jeden Fall bekommen. Okay. Am besten lade ich hier ein bisschen meinen Schwung auf. Ach, Mann, ich sehe halt nichts. Okay.
Hab's. Jetzt nur noch den Sprung schaffen. Und wirklich meinen Token. Wihi! Das nenne ich meine richtige Arschbombe. So. Oh Gott, ich hab Arsch gesagt. Hey Kumpel. Hi! Would you like to buy a pool toy? Ja! We have all kinds of shapes and sizes and they float! Oh, sie können schwimmen, habt ihr das eben beigebracht? Haben die alle Seefeldabzeichen? Finde ich gut. Wunderbar. Wo muss ich eigentlich nochmal lang? Was wollte ich nochmal? Ich gehe sofort, wenn ich in Urlaub gehe, natürlich erstmal hier in die Entertainment Lounge. Und dann, warte, ich wollte mich doch erstmal einchecken. Warte mal, da war noch was. Doi. Alright, warte, hier kann ich noch mit den beiden, glaube ich, reden. Das finde ich lustig. Kleine Kabine für kleine Robben. Mittlere Kabine für normale. Ne, was heißt normal? Für, ich glaube, das sollen so Menschen und so generell die mittelgroßen Dinger darstellen. Und dann, ja, für die großen Wale unter euch, für die Wylords, gibt es ja auch nochmal was. Oh, sagt mir nicht, in einer von diesen Kabinen ist irgendwie so ein. Hier würde ich so ein Sticker rein verstecken. I don't know what everyone's talking about, kid. The pool temperature's fine to me. Ja, ist doch. Oder? Ich weiß nicht. Running by the pool, please, and tanks. And tanks! Warum reden die alle so? Nee, hier ist es nicht kalt. Draußen ist es super kalt, aber hier ist es chillig warm. Müssen wir... Egg. 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 Gib her. Okay, gib's mir nicht her. Schade. Ist hier oben noch was? Ne, okay. Wird's auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Okay. Kein Bock auf die Bar. Verstehe. Lass uns da reingehen. Da muss ich hin. Zum Einchecken. You must be this small to enter. Ah, das ist die Babys, die werden hier reingepackt. Wie komme ich da rein? Ich will da rein! Wo kann ich mich dann einchecken lassen? Ich dachte, das wäre hier. Ist das nicht hier? Kann ich hier irgendwie rein? Moment. Habe ich hier einen Eingang übersehen? Hier? Ist hier ein Eingang? Ich sehe eine Tür, warte mal. Heißt das... Nee. Vielleicht von ganz oben? Sprich, wenn ich hier hochgehe und dann hier hinter? Hier ist auch ein Herz. Ich sehe hier nichts. Kamera. Nee. Okay, ich bin ein bisschen überfragt. Wo ist denn hier ein Eingang? Oder ist das hier damit gemeint? Aber da kam ich doch nicht durch. Hä? Doch, kam ich? Habe ich es einfach nur vergessen? Ich glaube, ich habe einfach nur vergessen, oder? Please watch your step, miss. It's a big dwarf past his wailing. Okay, I will. Whee! Aua! Das hat weh. Aber gut, ich wurde davor gewarnt. Hey, ich bin da durch! Hey, du da! Hey! Du musst da durchkommen, irgendwie! Ach, dann nicht. Ah, das ist der Eingang. Okay. Oder Empfang, hast du gesagt. Wir machen Urlaub. Auf einem Kreuzfahrtschiff. Warum hat Mario die Fantastik gemacht? Warum auf eine tropische Insel, wenn du einfach Kreuzfahrt... Ja, der Gwagen ist wunderwürdig. Mermaisel oder was. Wunderbar. Freut mich. Mafia used to shipping containers and fish, not luxury cabins. Tickets definitely worth entire life savings. Oh, teures Ticket war das wohl, aber wir dürfen einfach mit rein, weil, ja, wir stören schon nicht. Okay, mehr gibt's hier nicht. Ich weiß nicht, ob es noch oben was gab. Wenn ja, dann, tja, habe ich Pech. Gehen wir weiter. Ich will heute noch die Mission zu Ende kriegen. Vielleicht kriege ich es doch gar nicht mehr hin. Was ist denn da unten? Was sagst du? Ist da runter? Guck mal gleich, guck mal gleich. Ihr seid böse.
Oh Gott, das erinnert mich irgendwie an Zack und Cody, ist das? Warum erinnert mich das an das? Oh no! Aber. Schwer, es ist so schwer. Ich kann es nicht bewegen. Ja, ich kann auch nicht bewegen, du Kumpel. Die News mit der Robbe. Okay, dann machen wir einfach mal den Boing. Okay. Kann man hier klettern? Der zeigt ja an, dass man da klettern kann, aber ich habe ja keine Fähigkeit zum Klettern. Also nicht, dass ich wüsste, zumindest. Wo ist jemand? It's pretty cold back home, but I've never seen ice as big as that. Mhm. Ich versuch's nochmal. Ich sehe nur leider nichts, weil die Kamera in diesem Spiel einfach nicht so gut ist. Okay, ich bin oben. Ich kann. Ist da unten noch was? Hier ist auch noch was. Ne, ich glaube, das ist nur Heilung. Sieht so aus, wenn nur Heilung. Komm ich überhaupt durch? Wow. Okay, das ist Trollerloi. Hier ist nichts. Haha, hi. Zeit verschwendet. Lustig. Okay, jetzt weiß ich, warum ich da lang will. Jetzt weiß ich, warum ich da hin will. Für die Heilung. Danke. So. Und da ist ein Token. Oh. Okay. Hut wechseln zu den Sprinthut. Und wir haben's. Klacks. Okay, wir sollen hier sowieso runter. Kamera. Ah. Einfach geradeaus runter. Ja. Und dann können wir uns noch ein bisschen weiter erkunden. Nehmen wir mit hier. Hier ist ein Aufkleber von dem neuen Charakter, den wir freigeschaltet haben. Wahrscheinlich habe ich den schon eingeblendet. Und zwar Bowkit. Das ist so Player 2 halt. Kann so ziemlich alles, was Headkit kann. Nur das Unwichtige. Wenn man ein neues Spiel starten würde, könnte man als Player 1 mit Bowkit spielen. Das, vielleicht machen wir das einfach mal. Weiß ich nicht. Vielleicht spiele ich das Spiel aber irgendwann nochmal im Multiplayer, wenn ihr darauf Bock habt. Ah, hier haben wir eine Map. Boah, das ist ein riesiges Schiff. Also ja, wirklich ein riesiges Level, was man hier bekommt. Warte mal, hier ist noch was Neues, oder? Take a look at that ocean. Isn't it beautiful? Naja, geht so. Sieht ein bisschen schmierig aus. hallo? Jetzt. Moin. Hm? Hier oben? Das führt ja nur noch hier oben. Hier ist ja nichts. Okay, hier ist ein Weg, aber da unten ist auch nochmal was. Also ich möchte, glaube ich, erstmal nach da unten. Weil ich glaube, dass es hier was Cooles zu finden gilt. Booyah! Oder? Nee? Nein? Doch? Was gibt's denn hier? Walljumps? Wohin? Ha? Okay, vielleicht ist das für eine andere Mission wichtig. Keine Ahnung. Musik total ab. Zumindest das Instrument. Ich weiß nicht, wie das heißt, das Instrument. Hab's gerade vergessen. Spontan. Aber egal. Bing, bong, bing, bong. Eine Einmeldung. Ja. Oh. Was ist hier? Oh. Okay. Schiff segelt nun. Er trägt. Da sollen wir hin. Sonst wird's angezeigt. Ah, hier ist der Empfang. Ist Empfang, wir sind angekommen. Hey. Good evening, fellow passenger. I hope you are enjoying your journey. Do you know where this cruise is going? It was written on all of our tickets, but the writing was smudged on all of them. It was a very unlikely accident. Can you remind us where we are headed? Wir wollen nach Alabastia, um ein 10-jähriger Pokémon-Trainer zu werden. Alabastia. Da wollen wir hin. Ich habe schon meinen Pikachu bei mir. Oh, of course. I remember now, having seen it written down earlier on my ticket. Oh Gott, diese Vögel. Sind mir immer noch sehr suspekt. Ich
vertraue ihnen nicht. Die vote ich als erstes raus. Ich will mir noch ein bisschen umschauen. Ich hoffe, es ist okay. Und ihr heult nicht rum. Obwohl. Ne, wisst ihr was? Das machen wir gleich. Ganz ehrlich, das machen wir gleich. Weil ich habe das Gefühl, hier müssen wir sowieso nach oben lang gleich. Gucken wir uns erstmal noch auf Ground Floor ein bisschen um. Das können wir ja noch machen. Oh, oh. Oh, da ist aber einiges noch vor dir, Kumpel. Viel Spaß. Oh Gott. Nee, ist nichts mehr. Okay, na gut. Hello there, fellow passenger. It is nice to meet you. For the first time. Mhm. We crows all won our tickets in a sweepstakes. All of us. It was incredibly lucky. You must have bought yours legitimately. For purely casual reasons, how many pawns did you pay? Sehr viel. Interesting. Pawns seems like a normal price for cruise tickets. Ja. Normal and not incongruent with your bank statement at all. Genau. So, einreisen! Du hast dich vollständig angemeldet. Das war's schon? Einfach nur A drücken? Okay, krass. Wieso geht das im Real Life nicht so schnell? So, und jetzt das Zeitstück aufspüren. Ja, ich suche nach so einem, so einer Sanduhr. Die leuchtet so, ne, da hast du so einen riesen Glitzereffekt, wenn du in der Nähe bist, stoppt so ein bisschen die Zeit. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Ja, so wie sieht es aus. Ja, ich muss so reden, sonst verstehen die mich nicht. Na komm. Dein PC ist gebluescreened, Bro. Upsi, upsi. Aha. Aha. Nein. Oh, I remember. We bought one of those and hid it from the captain. He wouldn't be very happy if he knew we made a mess. Ja, was? We tried to clean it up, but we didn't do a very good job and we lost some of the pieces. Mehrere? Don't be upset. Doch? Was ist los mit euch? Das ist euer Ernst jetzt? Das ist ziemlich schwerer Schaden. Das ist in mehr als einem Stück. Schrecklich. Vielleicht könntest du es wieder zusammenkleben, wenn du die fehlenden Scherben findest. Aha. Sieht aus, als gäbe es eins pro Raum. Ernsthaft? Jetzt muss ich nochmal in jeden einzelnen Raum gehen und ein Stück sammeln. Wow. Wow. Also da wird das aber wirklich einiges abverlangt. Okay. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Beim nächsten Mal versuchen wir dann unsere Sanduhr wieder zusammenzukleben. Eieiei.